Im heutigen Video geht es um das Oppo Band, das zweite Wearable aus dem Hause Oppo, was ich mir ein bisschen genauer habe anschauen können. Somit herzlich willkommen hier im Bewegbild-Account von Poughkeepsie Network. Es geht, wie gesagt, um ein Wearable. Wer also mit einem Oppo-Gerät, einem Oppo-Smartphone unterwegs ist und damit auch gerne noch ein bisschen mehr hantieren möchte, ein bisschen Fitnesswerte etc. ermitteln möchte, der sollte sich das sehr günstige und interessante Oppo Band mal ein bisschen genauer anschauen. Und genau das schauen wir uns hier beim Unboxing jetzt mal an. Mal schauen, was hier alles drin ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn es dann zu einem ersten kurzen Fazit kommt. Dann schauen wir uns doch an, was hier uns die Schachtel alles verrät. Auf der Vorderseite haben wir das Oppo Band angezeigt und das steht, dass das Oppo Band ist. Oppo die Firma, Oppo, Oppo, also Oppo ist überall. Und dann haben wir hinten ein paar Features, die euch das Gerät liefert. Zum einen ist es das AMOLED-Display, dann ein Realtime-Herzmonitor, 50 Meter wasserresistent. Ihr habt die Sauerstoffmessung im Blut, 12 verschiedene Workouts, die mitkommen und die Notification, welche von eurem Smartphone auf das Band synchronisiert werden. Und dann würde ich doch sagen, packen wir das Ganze mal aus und schauen, was alles mit dabei ist. Hier scheint alles draußen zu sein. Ein Safety Guide und ein Quick Starter Guide. Ein recht dickes Quick Starter Guide. Da gibt es einiges zu quicken. Schauen wir uns vielleicht später an. Dann das Band selber. Scheint ein relativ kurzes Band zu sein. Bin mal gespannt. Und dann liegt noch hier das USB-A auf proprietäres Netzteil dabei, wie man das Ganze auflädt. Das heißt, man darf das Teil, wie es halt üblich ist bei so kleinen Wearables, aus dem Band rausnehmen und drauflegen. Voilà. Und so wird das Ganze dann aufgeladen. Das kann ein Rechner sein, das kann was auch immer sein. Da geht das Ganze jetzt auch hin. Ich denke, das Ganze braucht jetzt mal Strom. Aber vorher möchte ich kurz schauen, ob das um den Arm funktioniert. Ich habe doch nicht... Ja, doch, das funktioniert. Das dürfte kein Problem sein. Ein bisschen stabbig. Bin mal gespannt, ob das ein bisschen weicher wird, obwohl hier die Form und das generelle Enge schon vorgegeben wird durch eben genau die Passform. Aber vom Prinzip her durchgeschlauft und dann da, wo es passt, eingedockt und schon hat man das fix am Arm dran. Jetzt würde ich doch sagen, schauen wir uns das Ganze mal an, respektive sobald das Ganze ein bisschen mit Strom vollgetankt ist, verbinden wir es zuerst mal mit dem Smartphone und der dazu passenden App. Nun hat das Wearable genügend Strom gesoffen, respektive Intus, und somit kann ich jetzt hier, wenn ich es dann finde, über die Hey Tap Health App das Ganze miteinander connecten. Hier übrigens mit dem Find X3 Pro besser gesagt, kommt nächstens ein Video dazu online. Und hier, wenn man es öffnet, kommt auch schon, möchtest du dieses Band hinzufügen? Ja, das möchte ich. Und dann kann ich sagen, hinzufügen. Dann wird das Ganze konfiguriert. Ich werde nochmals gefragt, möchtest du koppeln? Hier der Code ist gleich wie hier der Code, macht Sinn. Und dann darf das Ganze auch koppeln, damit ihr hier nicht ein fremdes Gerät koppelt. Das Band ist nun gekoppelt, hier steht auch, es ist gepaart. Und jetzt muss ich noch auf Fortsetzen, dann muss ich natürlich die Datenschutzrichtlinien, welche ich natürlich vorab schon ausgiebig durchgelesen habe, bestätigen. Und dann geht es darum, die Datensynchronisation über Bluetooth zu bestätigen. Das heißt, wenn ich hier eine Push-Notification bekomme, dass die auch hier rüber wandern können. Mit dem Band verbunden bleiben, ja, das möchte ich natürlich auch. Telefonanrufe etc. anzuzeigen, Anrufprotokolle etc. Und dafür muss ich dem Band, oder besser gesagt der Oppo HeyTap Health App, auch Zugriff auf meine Kontakte zulassen. Ich muss Zugriff auf die Telefonliste zulassen und ich muss den Zugriff oder die Möglichkeit geben, auf Anrufe zuzugreifen. Voilà, wenn das passiert ist, geht es jetzt noch darum,
die Notifications zu synken. Und hier kann ich festlegen, was alles genau rübergehen soll. Android Auto brauche ich nicht, weil nicht mit dem Auto unterwegs. System, Launcher-Geschichten, Google Play-Dienste, DeepThinker, GameSpace, HeyTap etc. GameSpace muss nicht sein, weil ich möchte ja nicht unbedingt allzu viel gestört werden. Und dann, ja, die Dinge kann man alles im Nachhinein noch anpassen, somit zulassen. Und wie geht's weiter? Mal schauen. Zulassen, doch, geht nicht. Dann halt überspringen. Ich trage das Teil auf der rechten Seite. Jetzt ist alles eingerichtet und da geht es um die ersten Schritte. Voilà, schon wird angezeigt hier in der App zum einen mein Profil, dann habe ich hier noch die Telefonsbenachrichtigung, da kann ich was später einrichten und dann würde ich doch sagen, ich trage das jetzt mal in zwei Tage, damit wir hier auch ein paar Resultate dazu haben und dann schauen wir uns die App ein bisschen genauer an. Hier so ein erster kleiner Überblick, Gesundheit, Fitness und Verwalten. Unter Verwalten ist eben das Gadget mit drin und alles andere schauen wir uns wie gesagt an, wenn dann auch ein bisschen Daten vorhanden sind. In diesem Sinne, auf geht's, Bewegung ist angesagt. Nachdem ich jetzt ein paar Tage damit gegangen bin, ich musste zwischendurch pausieren und es der Tochter übergeben, habe ich hier auch schon ein paar Resultate. Ich werde das Ganze euch noch in einem anderen Video ein bisschen genauer zeigen. Da gehe ich dann generell auf die App ein, was da für Möglichkeiten ist. Jetzt hier nur mal einfach ein kleiner Überblick. Ich sehe zum einen die Schritte, die ich gegangen bin, dann das Trainingsziel, was ich erreicht oder nicht erreicht habe. Ich gehe da jetzt mal auf ein bisschen einen besseren Tag. Hatte ich solch einen? Sagen wir jetzt mal, das war ein guter Tag. Genau. Oder auch doch nicht. Die Kalorien, die ich verbrannt habe, die Trainingseinheiten, da gehe ich mal stark davon aus, dass das ein bisschen ähnlich ist wie bei Apple mit dem Aufstehen und so weiter, weil hier sind 12 Stückchen gefordert. Unten sehe ich noch die zurückgelegte Strecke und die Anzahl der Stockwerke, die ich gegangen bin. Eben, wie gesagt, nicht wundern, dass hier nichts ist, weil die letzten paar Tage ich nicht mit dem Band unterwegs war. Da hatte ich ein neues, anderes Device am rechten Arm. Die Schlafwerte, hier könnt ihr das Ganze sehen, werden bildlich dargestellt in Violett, Gelb und so weiter. Unten dran steht, wie viele Stunden ich mit Schlafen verbracht habe, wie viele durchschnittliche Stunden ich im Tiefschlaf und im leichten Schlaf verbunden habe. Durchschnittlich, wie lang, dass ich in der Nacht wachgelegen bin und wie lang, dass ich gebraucht habe, um einzuschlafen. Und beim Trainingsprotokoll könnt ihr einzelne Läufe nehmen. Bei mir ist hier jetzt Lauf übertrieben, weil es ein Gang von zu Hause ins Büro. Man sieht die Distanz. Hier fehlt aber ein Stückchen. Die Distanz ist ein bisschen länger. Mal schauen. Er hat nicht alles mitgezeichnet, wie ich hier sehe. Zum einen seht ihr das Datum und die Uhrzeit, wann das gewesen ist, wie viele Kalorien verbrannt wurden, wie lange man dafür hatte. Das Durchschnittstempo ist hier angegeben und ihr habt eine Echtzeit-Herzfrequenzmessung mit dem höchsten Wert jeweils angezeigt. Ihr habt die Schrittfrequenz drauf etc. und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, einen genaueren Blick in die Zahlen und so weiter und die Möglichkeiten, die euch hier die App bietet, die gibt es nächstens dann hier in einem anderen Video. Und oder wenn ihr später reinschaut, ist das Video dann natürlich schon online. Am besten mal unten in den Kanal gehen und ein bisschen rumstöbern. Wie immer ist das Fazit natürlich sehr einfach gehalten, denn ich habe das Gerät erst ausgepackt, wenige Tage im Betrieb und somit kann ich euch dann noch nicht allzu viel sagen. Meine ganzen Erfahrungen damit werde ich euch dann im ausführlichen Testbericht auf dem Poughkeepsie.ch Blog berichten. Da könnt ihr das Ganze dann nachlesen. Was ich jetzt schon mal dazu sagen kann, es ist gut verarbeitet, es ist einfach einzurichten. Dazu gibt es nächstens übrigens auch ein Video. Auch Oppo hat eine eigene App damit, wo man die ganzen Daten dann auslesen kann, sie so dann an Google Fit weitergeben oder eben in der App drin verwalten und nutzen kann. Aber wie gesagt, das Ganze in einem separaten Video. Somit, wenn euch das interessiert, gerne den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr dieses Video auf jeden Fall nicht. Jetzt würde ich sagen, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Lasst mich über Social Media wissen. Ansonsten
E-Mail, was auch immer für Wege das es gibt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Videos wiedersehen werden. Ihr könnt natürlich gerne hier im Kanal noch ein bisschen weiterwühlen. Es gibt noch ein paar interessante Videos, unter anderem auch zu Geräten von Oppo. Ich würde sagen, bis bald. Euer Poughkeepsie. Tschüss.